Einen wunderschönen guten Morgen hin zu dir. Heute mal aus meinem Garten. Ich hoffe, dass die Verbindung herhält und dass alles gut läuft. Natürlich wird es jetzt auch vielleicht das ein oder andere Außengeräusch geben, aber ich hoffe, das stört dich nicht. Ich wollte heute einfach mal die Gelegenheit nutzen, um eben von hier mich bei dir zu melden. Ich hoffe, dass du die ersten Übungen schon gemacht hast, dass du in der Früh, wenn du jetzt aufstehst, schon mal dich bedankst dafür, dass du aufgewacht bist. Ich hoffe, dass du beim Zähneputzen die Verbindung zu Mutter Erde herstellst, dass du da schon mal den Kontakt zu dir findest. In diesem Magic Morning geht es heute darum, dass wir heute die Verbindung zu unserem höheren Selbst herstellen wollen. Und zwar finde ich das unglaublich wichtig, also ich mache das jeden Tag, mich mit meinem Higher Self, mit meinem höheren Selbst zu verbinden, weil wenn du mit deinem höchsten Selbst verbunden bist, dann schöpfst du auch aus der Quelle heraus. Das bedeutet, dass du eine Anbindung hast und das Ego vielleicht nicht so viel Raum hat und du einfach viel mehr bei dir bleiben kannst. Ich habe da schon ganz viele Meditationen auch aufgenommen. Eine davon nennt sich Werde ein Baum. Also das heißt, da verbindet man sich zuerst mit der Mutter Erde und dann eben mit dem höheren Selbst, mit seinem Seelenstern. Und hat somit den ganzen Tag über die perfekte Zentrierung, die perfekte Ausrichtung. Und das ist das, was ich dir eben heute mitgeben möchte, weil das für mich zu dem Start eines perfekten Tages gehört. Warum ist das so wichtig? Weil wir einfach im Außen ganz oft, ja, wie soll ich sagen, aus der Bahn geschmissen werden, weil wir so viele Reize von außen haben, die es auch zu filtern gibt. Und wenn es dann zum Beispiel um Entscheidungen geht, die wir treffen sollen oder müssen, wenn du vor einer Entscheidung stehst, die vielleicht ganz wichtig für dich ist, dann ist es ja so, dass du diese Entscheidung aus deinem Herzen, aus deiner Führung heraus machen möchtest und nicht durch das Ego. Ja, das Ego hält uns ja oftmals ab, eine Entscheidung zu treffen, die für uns gut ist, weil wir meistens, wenn wir Entscheidungen treffen, auch aus unserer Komfortzone heraus müssen. Und deswegen finde ich es mega, mega wichtig, dass eben eine gute Anbindung da ist, sowohl zu Mutter Erde als auch zu deinem höheren Selbst. Und wir haben ja gestern schon die Verbindung eben zu Mutter Erde hergestellt. Und heute möchte ich jetzt eine ganz kleine Übung mit dir machen, wo du dich eben mit deinem höheren Selbst verbinden kannst, um ganz perfekt in den Tag zu starten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich schon mal an. Wenn du magst, kannst du gleich mitmachen. Und ich möchte, dass du jetzt mal einen tiefen Atemzug nimmst und dass du dir wieder vorstellst, gleich wie Wurzeln aus deinen Fußsohlen heraus in die Erde hineinwachsen. Mit jedem Atemzug spürst du, wie die Wurzeln immer tiefer und tiefer wachsen, bis zum feurigen Kern von Mutter Erde. Die Wurzeln umschließen diesen Kern und du ziehst mit jeder Einatmung dann die Energie von Mutter Erde in deinen Körper, genauso wie ich dir das gestern schon gezeigt habe. Und das kannst du weitermachen. Und gerade wenn du vielleicht im Moment das Gefühl hast, dass du dich selber nicht mehr spüren kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du total overloaded bist, dass du nicht weißt, was du tun sollst, dass du ständig von einem Fuß auf den anderen springst, dann empfehle ich dir wirklich aus tiefstem Herzen, verbinde dich mit Mutter Erde und verbinde dich auch mit deinem höheren Selbst.
Während jetzt du weiter die Anbindung zu Mutter Erde spürst, stellst du dir jetzt vor, wie aus deinem Scheitel, aus deinem Scheitelchakra, das ist hier oben, Äste wachsen, wie so ein Baum. Und die Äste suchen sich jetzt einen Weg nach oben. Im Übrigen ist es total cool, wenn du die Übung draußen machst, am besten noch im Stehen. Und du spürst jetzt, wie die Äste immer weiter nach oben wachsen, immer höher hinauf, immer weiter nach oben, immer höher hinauf. An den Wolken vorbei, bis zum Universum, bis zu deinem Seelenstern. Dein Seelenstern, das ist dein Ursprungsort. Dein Seelenstern kannst du auch Higher Self oder höheres Selbst nennen. Das ist der Ort, woher du kommst, der immer für dich ist. Und ich möchte, dass du jetzt mit jeder Einatmung die Energie von diesem Seelenstern in deinen Körper hineinziehst. Und du tust das, indem du dir vorstellst, dass diese Energie über die Äste, über deinen Scheitel in deinen Körper hineinströmt. Mit jeder Einatmung ziehst du jetzt diese Energie in deinen Körper. Du spürst, wie sie durch deinen Kopf hindurchläuft, wie sie in deinem Brustraum läuft. In deine Arme und Hände, wie sie sich verteilt in deinem Bauchraum und mit der Atmung auch bis hinunterläuft zu deinen Zehen. Du bist jetzt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und wenn du da richtig gut diese Verbindung spürst, sowohl zu Mutter Erde als auch zu deinem Seelenstern, hast du eine unglaubliche Zentriertheit. Du wirst merken, dass du dich aufrichtest. Und wenn du die Übung im Stehen machst, wirst du spüren, dass du dich nicht bewegen könntest, dass du wie fest gewurzelt bist. Das hilft dir dabei, stabil und in deiner Mitte zu bleiben. Ich möchte, dass du dich jetzt noch einmal auf diese Verbindung zu deinem Seelenstern, zu deinem höheren Selbst konzentrierst. Noch mehr. Und noch mehr, sodass du wirklich das Gefühl hast, dass du nach oben angebunden bist. So wie wenn dein Kopf sich noch ein Stück weit nach oben zieht. Wenn du diese Verbindung wahrnimmst und diese Verbindung spürst. Und wenn du jetzt Fragen hast an das Leben, wenn du vor Entscheidungen stehst und du eine richtig gute Anwendung hast, dann kannst du dein Higher Self, dein höheres Selbst auch fragen. Ist das, was ich jetzt machen möchte, für mich? Und dann schau mal auf dein Gefühl. Was macht es mit deinem Körper? Richtest du dich auf oder sackst du zusammen? Die Vögel singen gerade so laut und zwitschern so laut. Die geben hier noch die Energie mit rein. Also atme noch ein Stück mehr. Spür die Verbindung nach oben und auch nach unten zur Mutter Erde und diese Stabilität. Aus diesem Bewusstsein heraus zu erschaffen, mit der göttlichen Quelle verbunden zu sein, mit deinem höheren Selbst, führt in der Regel dazu, dass du die Dinge tust, die dir Beitrag sind und nicht Dinge, die aus dem Ego heraus passieren, weil oft ist es so, dass wir, dass unser Kopf uns sagt, oh, mach das, mach das, mach das, manchmal auch aus dem Gedanken des Mangels heraus, weil wir nicht in einer guten weiten Energie sind, in einer Fülle Energie, sondern tatsächlich aus der Angst heraus kreieren und dann funktionieren die Dinge nicht so, wie du das gerne möchtest. Und deswegen ist es so wichtig, dass du
diese Verbindungen herstellst. Und ich habe dir gestern schon gesagt, dass die Ausrede, ich habe keine Zeit, nicht zählt, weil tatsächlich jeder die Zeit hat, zum Beispiel beim Zähneputzen. Besser ist es natürlich, gerade jetzt im Sommer, wenn du dir die Zeit nimmst und vielleicht in deinen Garten hinausgehst oder wenn du mit deinen Tieren spazieren bist, wenn du das in der Natur machst, wenn du vielleicht auch deine Schuhe ausziehst und barfuß auf dem Boden bist, sodass du wirklich die Erde berührst. Du wirst merken, je mehr du dir vorstellst, dass diese Wurzeln aus deinen Fußsohlen gehen, umso mehr wirst du auch das Gefühl haben, dass du richtig stabil bist. Und wenn du dann noch anfängst, die Verbindung nach oben aufzubauen, ja, also dir vorstellst, dass die Wurzeln aus deinem Scheitel herauswachsen, an den Wolken vorbei bis zum Universum, bis zu dem Ort, von dem du kommst, und dann auch wirklich vorstellst, dass die Energie läuft zwischen Himmel, deinem Körper, zwischen der Erde und deinem Körper, dann hast du diese Zentriertheit, dann hast du diese Stabilität, und du merkst es eben auch an deiner Körperhaltung. Wenn ich das mache, dann richtet sich mein ganzer Körper auf und ich bin ganz gerade. Und also wenn du vielleicht auch unter Tag mal vor einer Entscheidung stehst, dann stell dir einfach noch mal kurz diese Verbindung nach oben vor und auch nach unten und frag auch, hey, ist mir das jetzt ein Beitrag? Ist das jetzt für mich oder eben nicht? Und gucke auf deinen Körper, was der mit dir macht. Wenn du zusammensackst, wenn du Bauchschmerzen bekommst, dann lass es vielleicht lieber bleiben. Und wie gesagt, schöpfe aus dieser Energie. Wenn du als Tierkommunikatorin oder als Tiertherapeutin selbstständig bist und wenn du besser werden möchtest in dem, was du tust, ich biete ab Juli eine Supervision an und da lernst du auch mit deinem Feld zu kommunizieren, da tatsächlich den Download stattfinden zu lassen, sodass du auch immer aus deiner Schöpferquelle heraus kreierst. Und ja, ich wünsche dir auf alle Fälle, dass das super gut für dich klappt mit dieser Anbindung und dass du eben heute einen ganz, 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 ganz tollen Tag hast. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht morgen in der Früh wiedersehen. Bis dahin, hab's ganz fein und bis dann.